Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Lago Winch. Wir haben jetzt den Namen der Dame von dem Silberanhänger hier. The silver pendant for your can of diesel. Und jetzt sollten wir das bestimmt bekommen, den Diesel. Ja. Ich habe ihn von Signora Lagrima. Signora Lagrima gave me this pendant. Her son was hurt. I treated him. Okay. Here's your fuel. Use it well. Teuer ist ja leer. Pleasure doing business with you. So, ab zum Nachtanken. Die Hand nehmen und gluck, 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 gluck. Und Feuer frei. Wow. Be careful, we don't know what's up there. Als ob die das sich mitkriegen. Oh. Winch! He knows you. Yeah, and he didn't even ask me to write a check for charity. These are no ordinary monks. Ja, der Spruch. Vor allem, das haben die nicht mitgekriegt. Wie war die Pumpe unten, Quatsch, die Pumpe, der Motor angeschlossen mit dem, ne? Ein Mönch hat mich erkannt, als wir das Kloster betreten haben. Joy hat ihn kaltgestellt, aber wir sind jetzt definitiv in Feindesland. Ich muss herausfinden, wie ich mich unbemerkt umsehen kann, indem wir uns als Mönch verkleiden. So, was haben wir denn hier? Erstmal hier Mönchsklamotten. Joy hat ihn kaltgestellt. Wir haben eine Magnetkarte. Hier sieht aus, als würden ihm was aus der Tasche hängen. Okay, da kann ich nichts machen. Hier können wir auch nichts machen. Oh, da liegt was. Was liegt da? Ein Stoffstück. Ein Lumpen. Du Lump, du. Ein Weidenkorb. Oh, eine Münzrobe. Das heißt... Let's put our robes on. Is it the night you spent with Sharon Green that gives you these ideas? Oh, ist die eifersüchtig. I was joking. Die ist eifersüchtig. Okay. We'd better split up. I'll go make sure the coast is clear. Gag the guard to stop him from alerting the others in case he comes round. Womit soll ich den knebeln? Ich hab doch nichts zum Knebeln. Mit Lumpen. Ich knebel ihn mit Lumpen. Ach, hör auf! Ja, und nu? Ich muss ihn nur noch... Oh, was ist das? Ach, so ein Zufall. Okay, gut. Hätten wir das erledigt? Aber so wie er liegt, da kann er sich das Ding doch rummachen, ey. Okay, er kann die anderen jetzt nicht mehr alarmieren. Ich kann gehen. Ich kann speichern. Das tue ich auch. So, so. Und wir gehen weiter. Das auffällt, wenn wir rennen. Eine Tür. Okay, wer bist du? Ist das Joy? Joy? Oh. Nee, das ist nicht Joy. Eine Tür. Ich guck mich erstmal hier um. Oh, da ist noch einer. Joy? Joy? Alert! Okay. Ein Glück habe ich. Militärstab beim Urlaub auf Sardinien. Mehrere Mönche des anliegenden Klosters beobachteten, wie er beim Klettern von einem Felsen stürzte. Das ist so ein Zufall. Gamme Overe. Laden. Das ist jetzt nicht gut. Mein Controller. Oh, oh. Ich mach grad nichts.
Warte mal. Okay, hier geht gerade was schief. Ich probiere mal was. Das geht auch nicht. Okay, ich muss das Spiel killen. Komm, geh aus. Okay, nehmen wir einen Taskmanager. Komm, geh aus. Lago, da. Task beenden. So, und Task starten. Ja, starten. Gucken wir nochmal, ob es klappt. 3, 2, 1 und... Kann ich nicht überspringen? Lago. So. Lago. So. Ich... Nein! Okay. Ich habe ein Problem. ich hab ein gewaltiges Problem. Okay, probier was mal andersrum. Weil... Na wohl, warte, ich kann ja, aber ich komme jetzt hier so ohne, na sag schon, ohne, jetzt habe ich die Worte. Ich kann ja, ich habe echt den Faden verloren gerade, ist auch egal. Doch, ich könnte versuchen, ohne Joystick, also ohne Controller zu starten, aber ich glaube, ich nehme einfach noch ein Safe-Game vorher, da wo wir gerade nach oben gefahren sind. Irgendwas ist da schief gelaufen. Ja, es sind aber 4 Minuten. Mal gucken. So, wo sind wir jetzt? Wir haben den Silberanhänger. Okay. Dann machen wir das schnell hier rund. Oh. Und jetzt so. Ach Mist. Okay, haben wir. Dann machen wir das in Schnelldurchlauf. Schon cool, wie schnell man das machen kann, ne? Wenn man weiß, was da gesagt wird. So. Und dann gehen wir hier nochmal hoch, machen das Ganze alles nochmal. Ich bin nicht so ein Freund von Cutsätzen, es sei denn, es ist wirklich zu aufwendig und zu lang, weil man so viel verguckt hat. Be careful, we don't know what's up there. Wir dürfen auf alle Fälle keinen von den Typen anquatschen. Kick. He knows you. Yeah, and he didn't even ask me to write a check for charity. These are no ordinary monks. Ah, ich kann's nicht überspringen. Tut mir leid. So, pass mal auf. Ich mach mal Folgendes. Ich versuche jetzt hier an der Stelle zu speichern. So, dann haben wir vielleicht schon mal ein paar zwischendurch. Ne? So, ich nehme erstmal hier das Henkerschief mit. So, und wir machen hier das Ding auf. Ist auch gut. Let's put our robes on. Is it the night you spent with Sharon Green that gives you these ideas? Ach, immer noch eifersüchtig. Die joked nicht, die ist eifersüchtig. Okay, we'd better split up. I'll go make sure the coast is clear. Gag the guard to stop him from alerting the others in case he comes round. So, jetzt machen wir das gleiche nochmal. Ich speichere jetzt hier ab. So. In der Hoffnung, dass wir hier nirgendwo einen Fehler machen. So, Magnetkarte. Ups, haben wir. Dann müssen wir hier noch das Seil nehmen. Genau. Dann müssen wir noch das... Nee, nicht die Magnetkarte, die nicht. Das Seil. So. Und dann werde ich nochmal speichern, wenn wir hier den Raum verlassen und in den Garten da reinkommen. No? So. Vielleicht ist es hier eine verbuggte Szene. Das kann ja möglich sein. Zumal, vielleicht standen wir auch irgendwie hier drauf und er ist dann weggerannt, damit er den Platz frei machen kann. Ich weiß es nicht. So. Jetzt speichern wir hier nochmal. So. So, jetzt sollte es passen. Also, wir dürfen
mit den Typen erstmal nichts zu tun haben. Was haben wir hier? Eine schwere Eichentür. Vorhängeschloss von der anderen Seite. Das weiß der und sieht der. Wow. So, eine Tür. Ich muss jetzt aber hier nichts finden, ne? Oh, hier hinten ist nochmal eine Tür. Abgeschließt, okay. Nichts, nichts, nichts. Halt. 12 Kerzen sind entzündet. Vielleicht hat das eine besondere Bedeutung. Ich sehe keinen Grund, warum ich diese Kerzen ausbaden sollte. Ah, guck mal hier, eine Laserbarriere. Sowas aber auch. Es ist St. Philibert, der Schutzheilige gescheiterter Absichten. Da ist ein Knopf. Okay. Können wir das wieder... Ist da nicht... Da war doch was gewesen, oder? Nö, okay. Ein lateinisches Buch für eine Messe. Es ist nicht gerade die beste Zeit für Psalme. Sind die anderen Sachen hier benutzbar? Nein. Was haben wir hier? Nix. Da ist ein Riss in der Statue. Ich habe keine Ahnung, wie ich das benutzen soll. Okay. Ich habe eine Vermutung. Dazu müssen wir aber noch in einen anderen Raum. Hier was? Nein. So, speichern. So, nächste Tür. So vorstehende Dinge sind immer seltsam. Oh. Das ist doch was zu finden. Doch, siehst du? Oh nee, da unten. Okay. Das wird so nicht funktionieren. Da haben wir nichts. Nichts. Der Raum hat nur diesen Lüftungsschacht, wie es scheint. Und da werden wir sonst nicht hinkommen, ne? Da drüben steht sie. Da ist hier ein Raum zwischen den Räumen. Guck mal. Hier ist ein Raum zwischen den Räumen. Hier. Das ist sie. Eindeutig. Joy? Yes? What about you? Did you find anything? Yes. We're getting warm. I heard some monks talking about Helena Dekovar. Da nichts. Nochmal ein Schacht. Wasser auf der anderen Seite des Lüftungsschachtes hören und ich spüre einen starken Luftzug. Nee. Haben wir irgendwas, was... Ach Quatsch. Falsche Taste. Nee, wir haben bloß die Magnetkarte. Es brennen 7 Kerzen. Ich frage mich, ob das eine besondere Bedeutung hat. 7 und 12, ne? 7 und 12. Da geht's nicht weiter und da geht's nicht weiter. Das ist wirklich nur ein Raum. Was war noch ein Lüftungsschacht? Geräusche von Küchengeräten auf der anderen Seite. Okay, ich spüre einen starken Luftzug. Wir können aber noch nichts damit machen. Was machen wir mit der Info? Erstmal speichern. Komm. Was machen wir mit der Info? Da ist so eine Säule.
Eine Amphore. Sieht weder leicht noch sonderlich stabil aus. Ich lasse lieber die Finger davon. Okay. Dann eben nicht. Das ist abgeschlossen. Wir könnten natürlich probieren, ob wir mit der Magnetkarte... Okay. So, wir wissen jetzt, wer Joyce ist. Deswegen reagieren die nicht mehr. Ah, okay. Ach, guck mal, da oben ist noch ein Oben. Aber wir haben noch keine Treppe gesehen, ne? Ein Glück kann ich hier nicht dazwischen. Warte mal, vielleicht... Wegen dem Riss. Wegen dem Riss. Müssen wir das hier wieder zumachen? Nee. Mir wäre nämlich sonst nichts eingefallen anderes, was wir hätten tun können. Ich speichere aber nochmal. Ich habe nämlich Angst. Okay, wir sind jetzt... Halt! Warte mal, geh mal nochmal zurück, bitte. Da war wieder ein Altar. 12, 7 und? Nee, schade. Ich dachte, das wäre jetzt so ein Altar. 12, 7. Nee. Okay, hier kann es sein, dass wir entdeckt werden. Okay. Ganze Sektion ist Wunder und Geheimnisse gewidmet. Eines der Bücher fehlt. Okay, da müssen wir wahrscheinlich was stecken. Geschichte des Klosters. Ein Buch fehlt. Geografie. Ah, okay, wir müssen wahrscheinlich die Bücher suchen und diese Bücher dann platzieren jeweils. Meine Vermutung. Oh Gott, viel zu viel... Eieiei. Ostblocks. So, wo könnten die Bücher sein? Da ist ein Buch. Da kommen wir nicht ran. Halt. Rotes Buch. Toll. Krieg auf dem Balkan. Okay. Wir sammeln erstmal die Bücher ein. Sofern wir sie... Oh nein! Geschichte Päpste. Das hier wird sich bewegen wahrscheinlich. Geschichte der Päpste. Da unten ist so ein Buch, warte mal. Grünes Buch. Klosterleben. Mhm. Wo könnten wir noch ein Buch finden? Hier. Nee. Ich glaube, wir werden hier nicht alle finden. Ich glaube, 4 oder 5. Wie viel brauchten wir? So in dem Dreh, ne? Wahrscheinlich lösen wir hier ein Rätsel, was die anderen noch gar nicht kannten. Okay, die stehen bis rum. Ah, das ist nicht gut. Das ist ein einzelner Raum. Och, bitte. Und hier liegt keins. Warte mal. Wundern und Geheimnisse.
Geschichte des Klosters. Das ist das hier. Es macht Lärm, wenn ich das mache. Okay. Vor allem Lärm. Geografie Italiens. Das lassen wir mal da drin. So, und das andere war Papst, ne? Ich tippe mal, irgendwo wird noch was versteckt sein. Das ist der Ostblock. Und das ist der Papst. Da passiert aber nichts. Wahrscheinlich nicht richtig. Müssen wir erstmal wieder nach unten. Und wahrscheinlich da gucken, ob wir irgendwie ein Buch finden. Die Frage ist bloß, wo werden wir da eins finden, ne? Aber ich glaube, das klären wir in der nächsten Folge. Ich mache hier an der Stelle einen Folgenpause und wir sehen uns dann. Bis dahin, euer Firefox.